Hallo Leute, es geht weiter mit Remember Me. Sorry, dass der letzte Part so lang geworden ist, mitten im Kampf gerade. Ich habe beim Kämpfen total die Zeit vergessen. So, deswegen geht's jetzt hier auch weiter. Und ich glaube, das Problem zuletzt war, dass ich die Zeit jetzt nicht genug drin habe. Und deswegen werde ich das jetzt mal ändern. Die setze ich jetzt mal ganz an Anfang. An den Anfang so. Und macht das Gleiche hier vielleicht auch nochmal, weil wir brauchen alles, was wir gerade haben. Und dann kann ich ja hier immer noch gerade eine Attacke auch reinsetzen. Das ist vielleicht ganz gut. Ich habe keine Ahnung, jetzt habe ich halt sehr wenig Heilung drin. Vielleicht kann man das doch nochmal ändern. Dann müsste ich das hier aber rausnehmen. Jetzt habe ich natürlich viel Zeit drin. Ich ändere es sonst auch gleich nochmal. Die sind so schwierig. Ungenannter Tod. Versteckte Bedrohung. Nein, das war klar. Oh Mann, echt. Mit einem Balken hier den Part zu beginnen, das kann ja nur in die Hose gehen. Naja. Vielleicht auch nochmal Gesundheit rein? Ich weiß nicht. Jetzt ist es, glaube ich, wieder so wie vorher. Ich bin ja schon froh, dass ich nicht irgendwie das vom am Anfang alles nochmal machen muss. Aber naja. Sonst setze ich hier die Zeit mal. Das soll man gar nicht anscheinend, ne? Hier eine Attacke rein. An einen Anfang, dann hier eine Zeit. Sollte doch ganz gut funktionieren eigentlich. Viel Spaß! Warum kämpft sie nur so schrecklich langsam? Ja, warum bleibt sie immer stehen? Krieg nicht mal kaum zwei Schläge hin. Ganz ehrlich, Sensen DOS an. Wo bist du? Wo bist du? Auf ihn rauf. Oh, jetzt hat sie wieder die anderen angegriffen. Die stehen so im Weg. Unglaublich. Ich sehe dich. Nein. Hör auf damit. Oh, 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 oh. Oh Mann, ey. Wie oft muss ich ihn denn überhaupt treffen, damit ich weiterkomme? Also es ist echt nicht einfach. Genauso wie dieser Kampf davor, wo ich dann auch einen Cut gemacht habe. Es ist ganz ehrlich, es ist echt schwer. Und obwohl ich das mit den Kombos jetzt gut mache mittlerweile, komme ich halt gar nicht dazu, die Kombos alle auszuführen. Es sind einfach zu viele. Es sind einfach zu viele. Versteckte Bedrohung. Nein, lass mich. Ungenannter Tod. Hauptsache immer einmal, dass Zeit kommt. Genau. Lass mich. Und hör auf, mich Schlampe zu nennen. Wo bist du, du Arsch? Da. Schatten des Zweifels. Der Gesichtslose. Schön die Zeit laufen lassen. Und wieder die Zeit. Nein. Beweg dich. Beweg deinen Hintern. Tod.
Ich sehe dich. Ja, ich sehe dich auch. Ich komme nur nicht an dich ran. Noch 32 Sekunden. Noch 15 Sekunden. Der gesichtslose Tod. Sensen DOS, komm schon. Nein, 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 jetzt habe ich meinen guten Schuss an ihn verwendet. Oh, warte, warte, Radraserei, schnell, 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 schnell. Komm, 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 komm. Das war gut. Das war gut. So, jetzt gehe ich nochmal in die Combo-Lab und krieg doch hier bestimmt nochmal wieder die Zeit hin. Das habe ich jetzt nämlich nicht da reingepackt. So, und da packe ich jetzt einen Angriff. Ja, doch, einen Angriff rein. Ja, so lasse ich das jetzt mal, ne? Ja. Warte, ach so, ich muss mal gucken, was ich jetzt drücken soll. Y, Y. Okay, kenne ich schon die Kombo. Also alles wie gehabt. Weg, 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 weg. Er greift mich auch immer mit an, der Arsch. Warum? Weg. Ungenannter Tod. Ich sehe dich. Warum braucht die Sensen DOS so lange? Schatten des Zweifels. Komm schon, es ist so langsam. Ich bin voll in ihn reingesprungen. Ungenannter Tod. Ich sehe dich. Was hat er denn wieder? Kommt noch mehr oder was? Ach, ich kann ja DOS machen. Oh Gott, endlich. Scheiße, ich habe mich vertippt. Ich hasse es, ich vertippe mich immer. Es tut mir so leid, aber ich bin so an PlayStation 3 Controller gewöhnt, dass ich immer denke, die X-Taste ist unten. Und die ist es halt beim Gamepad nicht. Und das hasse ich. Es tut mir echt leid. Gleich nochmal. Machen wir, kriegen wir hin. Was wir einmal gekriegt haben, kriegen wir nochmal. Der gesichtslose Tod. Versteckte Bedrohung. So. Purifikation! Oh, geschafft. Gott sei Dank. Millen, Johnny, befreie die Zerstörung der Laboratorien.
Alles wird in die Luft fliegen. Du musst raus hier. Okay, was ist denn jetzt mit Bad Request? Wieso ist er... Oh Gott, der ist jetzt tot, ne? Aber wie schrecklich. Nein, nein. Und er hat uns noch gerettet. Nein. Ich will nicht. Warum? Mann. Scheiße. Warum nur? Ich glaube, ich soll hier gar nicht lang. Wo soll ich denn lang? Was wollt ihr von mir? Ich soll doch da lang, oder nicht? Wo soll ich denn hin? Hä? Wo soll ich denn lang? Alles fällt hier auseinander und ich laufe hier quer. Beat. Oh, jetzt liegt der da. Das ist so schrecklich, Sarg. Wieder mal der Sarg. Ach, deswegen. Die Menschheit ist eine zerbrochene Reihe freier Menschen, die aufgrund ihrer Subjektivität isoliert sind. Simone de Beauvoir oder so. Konnte ich jetzt nicht genau aussprechen. Der Brodem der Bastille hat sich verzogen. Ich sehe alles klar. Memorize, Sensen, die Leaper, die grausamen, geheimen Experimente. Alles hängt zusammen. Ich will diese falsche Utopie zerplatzen lassen, sie zerfetzen. Ich muss den Konzeptionswürfel finden, im Herzen von Charles Cartier-Wells Nemopolis. Dort wird der Sensenfluch gehütet. Sicher und warm, im kobaltblauen Schein von Memorize zentralen Servern. Nichts wird mich davon abhalten. Weder die mörderischen Maschinen, noch die brabbelnden Leaper, oder der Vater, von dem ich nichts mehr weiß. Episode 7. Das verlorene Paradies. Nemopolis. Nemopolis. 23.37 Uhr. Lass Memorize implodieren, sodass die Welt selbst den Namen Cartier-Wells vergisst. Wenn alles vorbei ist, stoßen wir auf David an. Danke, Olga. Wow, was für eine Rekrutin. Du hättest sie früher anheuern sollen. Okay, Konzentration. Finde den Zugang zum Hauptsicherheitsposten von Nemopolis. Oh Gott, ich muss rekonfigurieren. Nein, rekonstituieren. Ach, verdammt! Ich wusste es. Ich wusste es. Denke ich. Was war es? Da! Die Frau! Ich kenne sie! Sehr gefährlich! Hab sie schon mal gesehen! Nein, sie war... Stoppt sie! Stoppt sie jetzt! Da! Schnappt sie! Haltet sie auf!
Schnappt sie! Oh. Los! Schnappt sie! Jetzt! Wow, okay. Willkommen im nächsten Level. Trace! Irre und unvernichtbar. Ich krieg immer die Besten. Ach, da ist ja noch so ein Flugding auch noch bei. Nee, ist gut. Ich hasse diese Dinger. Schieß! Ups. Bei den Dingern kann man nämlich nie eine Kombo lange ausführen. Das funktioniert so einfach nicht. Hallo. Das war's auch schon wieder. Ich gehe hier immer voll schnell drauf irgendwie. Man muss nur einmal nicht schnell genug ausweichen. Einmal kurz geht die Konzentration flöten. Oh, was ist denn los mit mir heute? Und das war's dann auch schon wieder in diesem Spiel. Das ist echt so ein Hochkonzentrationsspiel. Definitiv. Hallo. Hopp, hopp, hopp. Pferdchen gelaufen. Ich muss jetzt hier einfach mal rumlaufen, bis ich wieder schießen kann. Das ist auch gut. Dann ist das nämlich weg bei ihm. Hopp, piep, hopp, hopp, hopp. Dann ist der nämlich schon mal ausgeschaltet. Der geht mir nämlich mal gehörig auf den Sack. Ja, schieß doch mal. Komm, großer Schuss, oder? Das ist auch gut. So, das war's. Und dann machen wir so eine Sensenkarnung. Und nehmen uns den Schwarzen. Der Schwarze ist der Böse. So, der Schwarze ist weg. Nein, ich möchte meine Kombo ausführen. Wow. Nein. Oh, ich war so gut dabei. Verdammt ich nochmal. Echt, das ist so ärgerlich. Für euch Zuschauer ist es wahrscheinlich so, oh, sie ist schon wieder gestorben. Die stellt sich so blöd an. Aber als Spieler denkt man auch so, boah, scheiße, jetzt habe ich es wieder nicht hingekriegt. Jetzt muss ich es nochmal wieder machen. Das macht einen voll sauer. Nein. Nein. Halt sie auf! Ja. So schnell geht das. So geht's mir, wenn ich immer einen Cut mache und das alleine nochmal probiere. Dann vergeht so eine halbe Stunde und dann bin ich irgendwann so weit und schalte wieder zu. Oh Gott. Nervig. Na, wann kommt der Flugsaurier? Wenn die ein Schild haben, kann ich immer nicht auf die schießen. Das ist echt nervig. Aber auf dich kann ich schießen. Komm zusammen! Getroffen. Nicht gut. Ja, wenn du da jetzt nicht weg bist, Lillen, dann... Nicht den. Den mit dem Schild. Ey,
Hey, ich glaube, ich mache wieder mal einen Cut und bin gleich wieder für euch da, sonst werde ich hier immer aggressiver und das ist nicht schön für euch. Also bis gleich. Ja, kurz vorm Sterben, aber ich habe es jetzt fast geschafft. Geht es weiter? Kann ich ganz in Ruhe endlich meine Combo ausführen. Ach, schön. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Das mache ich im nächsten Part. Wir sehen uns. Bis dann.